verhindert Aspirin die Entstehung von Darmkrebs. Ja, schönen guten Abend. Wie viele Biere pro Kopf wurden schon konsumiert heute? Schätzwert? Zwei? Wer glaubt, zwei Biere wurden konsumiert? Oder wer glaubt mehr? Ich glaube mehr. In meinem Fall sind es mehr. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich heute ein Mittel, was Sie wahrscheinlich morgen benötigen werden. Das gute Aspirin. Oh mein Gott, das ist so eine schöne, pinke Welt, die sich da für mich ausbreitet. Aber mich würde interessieren, was halten Sie von der Idee, dass Aspirin Darmkrebs vorbeugen könnte? Und zwar, unsere Theorie ist, dass Darmkrebs verhindert werden kann durch Aspirin. Und Aspirin kennt ihr eigentlich jeder. Das nehmen wir zum Beispiel, wenn wir morgen den Bierkonsum hier bereuen und richtig Kopfschmerzen haben, dann werfen wir uns eine Aspirin ein oder auch gegen allerlei Zipperlein, Rückenschmerzen nehmen wir das. Aber wir nehmen es auch als Blutverdünner. Ja, die Frau Kofferzak oder eure Oma oder euer Opa nimmt das wahrscheinlich als Blutverdünner, weil der Doktor gesagt hat, das ist gegen Schlaganfall, das macht das Blut dünn. Sie kriegen wahrscheinlich auch dadurch ein weniger einen Herzinfarkt. Aber wir wissen auch, dass das Aspirin generell entzündungshemmend ist. Und unsere Theorie war halt so, naja, Entzündungen treten immer auch da auf, wo eben Tumore entstehen. Und deswegen könnte es ja sein, dass Aspirin ja auch Tumoren begegnet und sie vorbeugt. Also, verhindert Aspirin die Entstehung von Darmkrebs? Gut, dann halt doch halt mal die Schilder hoch und dann werten wir einfach mal aus, wie so die Stimmungslage ist. Es geht auch nicht, ich meine, was ist schon wahr im Leben? Es ist ja eigentlich, es geht ja nur darum, was man fühlt und was einem ins Weltbild passt. Also ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, ist ja eigentlich. Oder sollte man vielleicht doch lieber auf konkrete Fakten bauen? Dr. Jordan, sind wir durch? Sehr gut, okay, eure Antworten wurden aufgezeichnet. Echt oder fake? Es ist echt. Und ich kann auch auflösen, woher wir das wissen. Ja, es kommen ein paar. Das sind so, auf Medizinerkongressen wird immer am meisten gesoffen, weil nämlich die Leute dort keine bunten Bilder wie diese hier zum Beispiel zu Gesicht bekommen, sondern sie bekommen nur Statistiken und sie tauschen sich statistisch über Statistiken aus. Und eine solcher Statistiken hat gezeigt, wenn man eine Gruppe von circa 500 Leuten aufteilt und dann entweder einfach nur Milchzucker gibt oder eben Milchzucker und Aspirin drin, also eine Aspirintablette, dann haben die Leute mit, und wenn die jetzt nicht wussten, was sie genommen haben, dann haben die über 15 Jahre hinweg beobachtet, haben die Leute mit Aspirin-Einnahme weniger Darmtumore bekommen. Und dann hat das irgendjemand noch Schlaues dann nochmal bestätigt mit verschiedenen Studien, die angeschaut haben, Aspirin wird genommen von allen möglichen Leuten, aus verschiedenen Gründen, eben aufgrund von Herzerkrankungen zum Beispiel. Und er wollte eben wissen, ob es dort als Nebeneffekt eine Reduktion des Krebsrisikos gibt. Und tatsächlich, wenn ich das relative Darmkrebsrisiko würde eben reduziert, wenn Leute eben Aspirin gegessen haben. Und man hat das dann auch bei Krebszellen dann auch nachgewiesen, dass je mehr Aspirin ich auf Krebszellen draufgebe, desto weniger gut wachsen diese Krebszellen. Also immerhin. Also man kann sein Krebsrisiko durch um 20% reduzieren durch Aspirin. Gut, soviel zu meinem Thema. Herzlichen Dank.